Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal stimmt ja die Choreografie eines solchen Plenartages sowohl mit Blick auf die Tagesordnung als auch auf den Plenartag insgesamt. Wir haben uns eben über Kinder- und Jugendpolitik hier unterhalten und jetzt reden wir über die Luftreinhaltung. Und ich habe da heute Morgen eine ganz nette Begegnung gehabt, ein kleiner Junge im Bus, der zu seiner Mutter sagte, während der Bus am Stau vorbeifahr: Juhu, Mama! Der Bus überholt die Autos. Da möchte man sagen, freie Fahrt für aufgeweckte Kinder. Und da bin ich auch schon beim Thema. Das ist nämlich eine Perspektive, die wir auch einnehmen sollten, wenn wir über Luftreinhaltungspolitik reden. Die Perspektive der Kinder, Herr Rasche und Herr Deppe, das ist eine wichtige Frage, denn wir haben in den letzten Jahren doch festgestellt, alle Anstrengungen zur Luftreinhaltung, die alle Umweltminister und Ministerinnen parteiübergreifend auf den Konferenzen beschlossen haben, die wir hier in unseren Städten umgesetzt haben, sie haben letztlich nicht dazu geführt, dass wir einen großen Schritt nach vorne gegangen sind. Und betroffen von den hohen Emissionswerten bei Stickoxiden, übrigens genauso bei den Feinstaubwerten, sind Kinder. Und es sind im Übrigen, Herr Deppe, auch die Menschen an den viel befahrenen Straßen, dort leben die Menschen mit kleinem Portemonnaie und dort findet der meiste Verkehr und damit auch die meiste Luftschadstoffbelastung statt. Und wenn Sie sagen, Herr Deppe, die CDU ist der Anwalt der Dieselfahrer, wir Grünen sind der Anwalt der kleinen Leute und der Kinder. Ach, wissen Sie, Herr Rasche, Umweltschutz hat Vorrang vor Gewinnstreben und persönlichem Nutzen. Das kennen Sie noch, nicht? Das stammt aus den Freiburger Thesen aus den 70er Jahren. Die FDP war doch schon mal weiter. Und Herr Lindner wollte die FDP ja neu aufstellen. Ich merke, Sie sind da angekommen, wo die FDP seit dem Ende der 70er Jahre ist, bei den Kieler Thesen, streng an der Seite der Schadstoffverursacher, aber nicht an der Seite der Betroffenen. Und deswegen gehen Sie erst mal in sich, bevor Sie sich Sorgen wie eben um die grüne Zukunft machen. Da machen Sie sich erst mal um Ihre eigene Zukunft Gedanken und lesen Sie mal in alten Werken nach. Aber wie sagte schon Alexander Smith, der schottische Autor, heute ist immer anders als gestern. Und da kann ich dem großen schottischen Autoren nur recht geben. Wissen Sie, Herr Rasche, stellen Sie Zwischenfragen. Dann kann ich Ihnen da auch Antworten drauf geben. Aber die Frage, die ich an Sie stelle, was ist Ihr Beitrag dazu, dass die Luftschadstoffe in Zukunft in unseren Innenstädten sinken? In 58 von 127 Messstellen ist die Schadstoffbelastung überschritten worden im vergangenen Jahr. 6 Städte sind von der deutschen Umwelthilfe deswegen verklagt. Uns droht ein europäisches Vertragsverletzungsverfahren, das dann übrigens alle Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen. Was ist Ihr Beitrag dazu? Was ist Ihr Beitrag zum Umweltschutz und dazu, dass alle Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen? Das ist die Frage an Sie. Bei Traumtänzerei fallen wir. Wir haben ja heute Morgen schon über Panama Papers und andere Sachen, da war Herr Lindner ja nicht da, haben wir ja schon, da habe ich auch manchmal über Traumtänzereien bei Ihnen nachgedacht, aber das ist ein anderes Thema. Und im Übrigen, weil Sie eben, Herr Rasche, die 0,0, das Ranking der Wirtschaftskraft von 0,0% in Nordrhein-Westfalen hier angesprochen haben. Wissen Sie, was Wirtschaftsfachleute sagen, was der Grund dafür ist, dass Nordrhein-Westfalen parteiübergreifend zu lange auf alte Techniken gesetzt hat? Wir brauchen Innovation, wir brauchen moderne Technik, auch in der Fahrzeugflotte. Darum geht es. Und wenn heute das Kraftfahrtbundesamt feststellt, können Sie in der Süddeutschen Zeitung noch mal nachlesen, wenn die heute feststellen, dass fast alle großen Automobilhersteller getrickst haben, betrogen haben, dann ist das die Frage, die sich die Umweltministerinnen und Umweltminister auf der Sonderministerkonferenz zurechtgestellt haben. Wie können wir diesen Skandal aufklären? Wie können wir sichtbar machen, warum es zu diesen Überschreitungen gekommen ist? Wie können wir moderne Techniken nach vorne bringen? Und dazu kann die blaue Plakette vielleicht, und das müssen Sie dann auch in dem Protokoll nachlesen, ein Instrument sein.
ein Instrument für besonders innovative, für moderne Fahrzeuge. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten, damit die Kinder in Zukunft gut durchatmen können und auch die Menschen mit kleinem Portemonnaie, die an vielbefahrenen Straßen leben, in Zukunft guten Gewissens dort leben können. Und das sollte ein gemeinsames Anliegen sein. Machen Sie sich weniger Gedanken über die Zukunft der Grünen, machen Sie innovative Anträge. Denen könnte man dann vielleicht auch mal zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr